Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich stehe am Rhein auf Schweizer Boden, an der Grenze zu unserem Nachbarn. Der Rheinhafen und die Stadt Basel widerspiegeln typische Schweizer Eigenschaften. Souverän mitten in Europa, wirtschaftlich verbunden mit der Welt. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sind auf engstem Raum vereint. Ein solches Fundament ist wichtig, gerade jetzt, da wir besonders gefordert sind. Im vergangenen Jahr ist manches geschehen, das uns verunsichert. Zuerst hat der starke Franken viele Betriebe erschüttert und zuletzt haben uns Terror, Flüchtlingsströme und Konflikte gezeigt, wie schnell aus Risiken Dramen werden. Wir müssen unsere Sicherheit und unsere Freiheit mit aller Entschlossenheit verteidigen. Das ist noch wichtiger geworden. Und es ist unsere humanitäre Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Kleinstaat die Not von an Leib und Leben bedrohten Flüchtlingen zu lindern. Wer bei uns Schutz findet, hat allerdings unsere Regeln zu respektieren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn es ringsum brodelt, tut man gut daran, sich auf seine Stärken zu besinnen. Wir haben einzigartige Stärken. Kein Land ist wettbewerbsfähiger und innovativer als die Schweiz. Wir haben ein hervorragendes duales Bildungssystem. Der Staat wird nicht von Schulden blockiert. Und dank dem haben fast alle in unserem Land eine Arbeit und damit eine Perspektive. Sie alle tragen jeden Tag zu diesem Leistungsausweis bei. Jeden Tag als Menschen, als Bürger in der Gesellschaft, im Beruf. Wir haben das Privileg, in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu leben. Das ist nicht selbstverständlich. Was tun, damit das so bleibt? Wir müssen gemeinsam dringende Hausaufgaben machen, die nicht nur angenehm sind. Nötig ist, dass wir dabei auch einmal über unseren Schatten springen. Denn nur Geschlossenheit gibt Durchschlagskraft. Ich nenne drei Aufgaben. Erstens, sichern wir den bilateralen Weg und damit unsere Souveränität. Wirtschaftliche und politische Offenheit gegenüber der Welt ist seit jeher unsere selbstbewusste und erfolgreiche Devise. Zweitens, starke Unternehmen sind der beste Garant für Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze sind die Basis für soziale Sicherheit und Wohlstand. Noch gehört die Schweiz zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Ländern. Sorgen wir mit freiheitlichen Rahmenbedingungen dafür, dass das so bleibt. Gemeinsam für Jobs und unser Land, das war und ist deshalb mein Motto. Und drittens braucht es Mut, um überfällige Reformen rechtzeitig umzusetzen. Ich denke beispielsweise an die Altersvorsorge, denn die AHV betrifft uns alle, jung und alt. Und noch etwas ist mir wichtig. Wieder mutiger vom Vertrauen auszudenken, statt vom Misstrauen. Und mehr zu ermöglichen, statt immer mehr zu verbieten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Schweiz steht gut da. Wir können unsere Herausforderungen aus einer Position der Stärke herausmeistern. Aber nur, wenn wir die Reihen schließen. Ich stehe mit aller Kraft dafür ein, dass Lösungen im Interesse des Landes gelingen, zusammen mit dem Bundesrat, zusammen mit dem Parlament und zusammen mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes neues Jahr.